Carola Müller-Arnold kennt die Sorgen der Landwirte nur zu gut. Sie ist selbst auf dem elterlichen Hof aufgewachsen und führt mit ihrem Mann seit zahlreichen Jahren gleich zwei Ackerbaubetriebe. Viel Arbeit für eine junge Familie, 2008 wurde es schließlich zu viel. Die dreifache Mutter hat einen Burnout. Damals wie heute noch fast ein Tabuthema, gerade in der männerdominierten Landwirtschaft. Die Hemmschwelle ist hoch, also mit einer Depression, wenn man sie hat, sowieso. Aber in der Landwirtschaft schon auch, denke ich, besonders oder auch unter Männern besonders, weil man will ja dann doch nicht so das Weichei sein oder derjenige, der da jetzt zusammenbricht. Es ist halt auch so, jeder Betrieb, muss man schon so sagen, baut eine gewisse Fassade auf, wie toll er ist und wie stark und wie leistungsfähig. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass rund 4,5-mal so viele Landwirte von Burnout betroffen sind wie Angehörige der Allgemeinbevölkerung. Mittlerweile sind seelische Erkrankungen die zweithäufigste Ursache für Erwerbsminderungsrenten bei Bauern. Das Problem ist, dass man es häufig eben nicht merkt, das war bei mir auch so, weil man so im Alltag so rennt, im Hamsterrad, das kennt jeder. Und dann schleicht sich das so ein, dass man vielleicht missmutiger wird erstmal, dass es einem keinen richtigen Spaß mehr macht, was man macht, so egal was es jetzt ist. Dass einem zu viel ist, irgendein Hobby dann noch zu machen, die streicht man dann. Man hat wahrscheinlich eh keine Zeit, weil viel Arbeit da ist. Und dann so das, was so stark auf eine Depression dann hinläuft oder auch hinweist, ist, dass man also brutal erschöpft ist. Manche können noch schlafen, aber sind hinterher auch nicht erholt. Man erholt sich nicht mehr. Doch viele Landwirte schrecken davor zurück, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Keiner will am Ende derjenige sein, der Schwächen zeigt oder letztlich sogar den Hof aufgibt. Die Arbeit wächst vielen über den Kopf, weitere Flächen werden zugekauft, um wirtschaftlich konkurrenzfähig zu bleiben, doch das Personal bleibt oft dasselbe. Das ist dann ein ganz übler Teufelskreis. Was auch ein typisches Merkmal ist, ist so, dass man gerade morgens schwer aus dem Bett kommt oder also auf jeden Fall schwerer als sonst. Ich meine, manchmal steht man eh nicht so leicht auf morgens, aber das ist dann nochmal eine andere Nummer. Also dass man, weil dann auch die Motivation fehlt, der Sinn, ja, der Ausblick, die Hoffnung, das macht also irgendwann macht dann alles gar keinen Sinn mehr und man mag eigentlich gar nichts mehr. Und das Gefährliche an der Depression, das ist auch der Grund, warum wir da so versuchen aufzuklären, ist halt, dass sie nicht selten im Tod endet, nämlich im Suizid halt. Am Pfingstmontag 2008 verändert sich dann schlagartig das Leben der damals 37-Jährigen. Wegen der drei Kinder wurde die Büroarbeit schon lange auf die Abende verlegt. Die leidenschaftliche Landwirtin ist nur noch müde und gestresst. War dann eben so, ich war gestresst, konnte nachts dann nicht mehr schlafen, wenn ich dann ins Bett bin. Und bin dann eigentlich zu meinem Hausarzt mit der Kleinen, weil die dann auch noch so schlecht geschlafen hat. Das ist ja auch oft so, dann kommen Babys dazu, die dann nicht so schlafen, wie man sich das denkt. Und weil die hat gezahnt und hat ein bisschen Ohrenschmerzen gehabt. Und ich bin zu meinem Hausarzt und habe ihm das Kind eigentlich vorgestellt. Und dann war er derjenige, der kennt unsere Familie auch gut, der gesagt hat, ja, was ist denn mit Ihnen? Und das war bei mir der Punkt, da sind bei mir alle Schleusen aufgegangen und ich habe erst mal geheult und habe gesagt, ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich bin eigentlich komplett platt, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Die Diagnose des Arztes war eine Erschöpfungsdepression, heute auch Burnout genannt. Mit Medikamenten, vor allem aber auch der Verhaltenstherapie bei einer Psychologin und durch die Unterstützung ihres Mannes lernt die heute 52-Jährige, besser mit sich selbst umzugehen und auch mal Nein zu sagen. Genau das können sich viele Kollegen kaum vorstellen, denn in der Landwirtschaft herrscht oft blanke Existenzangst. In den Zukunftsängsten sind wir eigentlich mittendrin. Also das kriege ich oft auch in der Beratung mit, wenn Leute kommen. Also weil die politischen Rahmenbedingungen sich immer schneller verändern. Also die letzten Jahre war das jetzt, dass man plötzlich noch ein zusätzliches Gülle-Silo brauchte, weil die Zeit, in der man Gülle ausbringen darf, immer kürzer wird. Also die wird uns immer enger zusammengestrichen. Das ist halt jetzt alles reglementiert. Und jetzt muss man eben noch ein Gülle-Silo dazu bauen, dass man noch länger lagern kann. Ja, aber das ist so ein Gülle-Silo, das sind halt gleich mal, gerade jetzt im Moment mit den ganzen Preisen, weiß ich nicht, 500.000 Euro sind dann schnell mal weg mit Zufahrt, was man halt alles so braucht. Ne? Also ja, und das ist einfach keine Planungssicherheit. Also da haben gerade die jungen Leute echt
Probleme, so wie, ja, in die Zukunft zu planen. Durch ihre persönliche Situation kam sie Jahre später zur landwirtschaftlichen Familienberatung in Würzburg und ließ sich zur ehrenamtlichen Beraterin ausbilden. Heute versucht sie den Kollegen auch auf zahlreichen Vortragsabenden zu verstehen zu geben, dass Burnout nichts ist, wofür man sich schämen müsste.